Es wird sommerlich in Deutschland. In dieser Woche können sich die Menschen hierzulande auf warmes Sommerwetter einstellen. Schon am Dienstag kletterte das Thermometer auf bis zu 28 Grad im Südwesten des Landes. Ab Mitte der Woche wird es dann fast flächendeckend warm. Gemütlich bleibt es aber nicht überall. Vereinzelt können starke Gewitter auftreten. Die Temperaturen gehen mal so richtig in den Sommerbereich schon hoch, vor allem im Westen und Südwesten werden wir die 30 Grad Marke auch erreichen oder überschreiten. Ja, und dann die nächsten Tage, Donnerstag, Freitag, wird es dann wieder interessant beim Wetter, leider auch wieder mit Unwettern. Wo die genau sind, ist noch schwer zu sagen. Am Donnerstag wahrscheinlich vor allen Dingen im Westen und in der Mitte Deutschlands, Freitag auch Westen, Mitte, Norden. Ja, also es passiert wieder einiges, es wird sehr warm. Im Süden um die 30 Grad, in den meisten Regionen im Norden etwas kühler. Und es passiert auf jeden Fall einiges, also recht sommerlich im Süden und halt die Gefahr für Unwetter. 2022 ist bisher ein sehr trockenes Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr ist der diesjährige Mai deutlich wärmer. Und in Zeiten des menschengemachten Klimawandels sind solch hohe Temperaturen im Frühling keine Ausnahme mehr. Bereits der März war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der vierttrockenste seit 1991 und der sonnenreichste seit Beginn der Messungen. Der Experte schränkt aber gleichzeitig ein. Tatsächlich war gerade der Mai im letzten Jahr sehr kühl und wechselhaft. Da war also mit 30 Grad praktisch fast gar nichts in Deutschland. Die 30 Grad sind schon Temperaturen, die im Mai nicht immer vorkommen. Es geht dann schon, wenn es in die 32, 33 Grad Region geht, sind das dann schon Rekordbereiche auch für Mai. Es zeigt sich ja überall, dass der Klimawandel da ist und dass es auch noch wärmer werden wird in den nächsten Zeiten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir nicht gegensteuern. Also mit dem Klimawandel müssen wir leben und der zeigt sich aber nicht in so Einzelereignissen. Aber wenn es häufiger vorkommt und man häufiger 30 Grad im Mai hat und auch schon Hitzewellen im Mai, dann wäre das ein ganz klares Zeichen auch dafür, dass der Klimawandel wirklich sich schon etabliert hat bei uns. Ob wir in diesem Sommer mit mehreren Hitzewellen rechnen müssen und Überflutungen wie im vergangenen Jahr drohen, ist schwer einzuschätzen. Prinzipiell lässt sich das Wetter nicht mehrere Monate seriös vorhersagen. Dennoch gehen einige Klimamodelle davon aus, dass es ein warmer und trockener Sommer werden könnte. Das sagt zumindest eine Prognose des Europäischen Wetterdienstes EZMW. Es ist halt so, dass die meisten dieser Langfristmodelle, zum Beispiel vom deutschen Wetterdienst oder von dem britischen Wetterdienst, europäischer Wetterdienst, alle deuten eigentlich auf einen zu warmen und recht trockenen Sommer hin dieses Jahr. Also punkto Dürre und Trockenheit keine guten Aussichten. Es gibt natürlich auch kühlere Phasen und auch heißere Phasen. Es geht halt um die gesamte Mitteltemperatur über den gesamten Zeitraum. Das heißt, die wird wärmer sein als im Durchschnitt. Das heißt also, es schließt nicht aus, dass es auch kühlere Phasen in diesem Sommer geben kann und wahrscheinlich auch wird.